Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und gleichzeitig auch meinem ersten Solo-Projekt von mir hier, der Wassertinte, hier auf unserem Pixel-Kanal. Ja, ich dachte mir, es ist an der Zeit, mein erstes kleines Solo-Projekt hier mal rauszuhauen. Und wie wir schon erwähnt haben, haben AllRampage und ich nach einem passenden Spiel gesucht, welches dem hier in die kalte Jahreszeit passt. Und sind dabei eben auf Steep gestoßen, welches wir jetzt schon gemeinsam hier im Multiplayer Let's Playen. Das Ganze hatte aber eben noch einen anderen Vorteil, und zwar kam ja gerade brandaktuell das neue Add-on von Steep raus, welches hier im Prinzip eben mein erstes Solo-Projekt werden sollte. Road to Olympics heißt das Ganze und steht im Zeichen der kommenden Winterspiele 2018 in der Stadt Pyeongchang in Südkorea. Ich glaube, das müssen die zweiten Olympischen Spiele sein, welche in Südkorea stattfanden. Die ersten waren irgendwie 1988 in Seoul, habe ich mal gelesen. Aber naja, damals war ich noch etwas zu jung oder, um es besser zu formulieren, noch etwas zu wenig auf dieser Welt, um die Spiele wirklich genießen zu können. Aber ja, das ist ja jetzt zum Glück anders und darum freue ich mich auf jeden Fall richtig hier mit euch gemeinsam die Olympischen Spiele am PC genießen zu können und das einfach gemeinsam mit euch anzocken zu dürfen. Ich bedanke mich hier auch nochmal ganz herzlich bei Ubisoft, dass die uns die Keys zur Verfügung gestellt haben. Das ist auf jeden Fall eine richtig feine Sache. Ja, warum eigentlich Steep? Und zwar, also ich selbst bin begnadeter Hobbyboarder und habe eigentlich schon immer ziemlich viel Spaß dran gehabt, hier die Pisten runter zu brettern. Und da ist natürlich so ein Spiel sehr, sehr passend. Ich werde euch jetzt auch gleich hier mal auf der Karte zeigen, wie das dann abläuft, weil noch aktuell sind wir hier im Steep, also im Originalspiel drin. Hier drüben seht ihr aber schon, hier leuchten die Winterspiele auf. Das ist eben durch das Erhalten des Add-ons, kommt dann hier eben dieses neue Ding anzuwenden, dieses neue System hier, was man anwählen kann. Und ich bin mal gespannt, was uns da gleich erwartet, weil ich bin bisher noch gar nicht reingegangen. Ich dachte, ich lasse mich mal überraschen, ihr lasst euch hier auch überraschen und dann schauen wir uns das wirklich mal wirklich richtig gemeinsam zum ersten Mal an. Ja, ich glaube, eine kleine Aufwärmrunde kann nicht schaden. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier ins Originale. Ihr seht, ich habe mittlerweile schon fleißig gespielt. Deswegen habe ich hier so einen ganz witzigen Kerl hier. Das Ganze ist nur ein Helm eigentlich. Aber fand ich witzig und deswegen, da ich eigentlich immer mich selber ein bisschen aufs Korn nehme, dachte ich so, ein Elch, das passt schon. Schaut mal hier der Sound. Achtung. Überragend. Also gut, fangen wir mal an. Ich bin mal gespannt, was erwartet mich denn hier? Kleine Herausforderung. Schauen wir mal. Snowpark! Let's head! Schauen wir uns das mal an. Aha. Oh, hier ist meine Bestleistung. Bin ich auf jeden Fall schon mal gefahren. Ich weiß, hier darf man nicht so schnell drüber. Sonst bekommt man nämlich den nächsten hier nicht. Jawohl, der steht da schon mal. Oh nein, 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 nein. Zu langsam, zu langsam. Und Sprung hin. Läuft noch. Okay. Jetzt mal schauen, ob ich einen Frontflip hier hinlegen kann. Ne, kann ich nicht. Dieses Mal. Bin. Auch gut. Yes, Frontflip. Ah, das Spiel ist einfach witzig. Es macht einfach richtig Laune, hier die Piste runter zu brettern. Boah, da war einer zu viel. Komm schon, komm schon, komm schon, der gibt's nur noch. Witziger Typ so. Gut! Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Habe ich auch schon schlechter gemacht. Ja. Dann will ich uns hier gar nicht lange weiter aufhalten. Warm sollte ich sein. Also warm ist mir sowieso, denn ich sitze ja hier schön mit meiner Tasse Tee vor dem Bildschirm und muss mir ja nicht wirklich selber den Popo abfrieren. Aber gut, schauen wir mal, wo sind die Olympischen Spiele? Hier drüben haben wir sie. Also wie gesagt, Freunde, es ist mein allererstes Mal, wo ich das jetzt anspiele. Ich bin noch nicht rein, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Beginnen. Wähle dein Land. Ist doch klar. So, okay, wer kommt mir am ähnlichsten? Ich habe mir kürzlich erst den Bart abrasiert, deswegen denke ich, da ich ziemlich kurze Haare habe und so 3 Tageswart, wird es wohl der hier werden.
In Kürze folgt das Big Air Event, bei dem der Champion der Olympischen Winterspiele 2018 gekürt wird. Die Frage, die sich alle hier in Alpensia stellen, lautet: Wird er es schaffen? In 10 Sekunden stellt sich heraus, ob sich das ganze Training, die harte Arbeit, die Leidenschaft und die eiserne Disziplin bezahlt machen, die er Jahr für Jahr in diesen Sport investiert hat. Wird er hier die erste olympische Goldmedaille im Big Air abräumen? You know, going to the Olympics is something you remember for the rest of your life. Das hab ich schon mal. It's a really humbling experience and it's kind of like you don't want to take it for granted. People from all over the world coming together and competing. C'est 30 secondes tous les 4 ans, c'est une pression énorme. Behind the scenes things that no one really thinks about. You've worked your entire life for those few seconds. You know, all the training is the value. Ça prend des fois des mois, voire des années pour arriver à faire quelque chose que tu as dans la tête. Put in a lot of work and a lot of time and dedication, and it kind of consumes your whole life, and it's over like that. I am ready to risk everything. Yeah. Eine kleine Anekdote. Ich selbst habe sehr lange Leistungssport betrieben und kann das echt gut nachvollziehen, was die hier sagen. Man bereitet sich da Monate, manchmal jahrelang vor auf eine Meisterschaft. Und wie die schon sagen, dann sind es vielleicht bei mir keine 30 Sekunden, aber so 2-3 Minuten und dann ist das Ganze vorbei. Und 4 Jahre bereiten die sich vor und für ein paar kleine Bruchteile eines Augenblicks. Ich bin gespannt. Wir dürfen jetzt hier am PC genießen. Ich freue mich drauf. In allen Sportarten gibt es so. In jeder Generation nur eine wahre Legende. Bei der Winterolympiade 2018 in Südkorea ist jemand dabei, sich diesen Legendenstatus zu erarbeiten und als Freestyle-Sportler Geschichte zu schreiben. Bevor es aber soweit ist, fließen hinter den Kulissen viele Tränen und viel Schweiß. Du musst dafür fest entschlossen sein, Opfer bringen, nach Fehlschlägen immer wieder aufstehen und vor allem die nötige Leidenschaft mitbringen. Tja, recht hat er. Ohne Leidenschaft geht nichts. Wenn du was bringen willst, musst du Gas geben. Und das machen wir jetzt! Und zwar mit dem ersten Jump hier. Wuhu! Sieha! Ja, läuft doch schon mal ganz gut. Der hat gesessen. Was geht der nächste? Oh, der wird gut. Der wird gut, aber nicht drin. Die anderen reinfahren. Ja, tatsächlich. Schauen wir mal, was sagen sie? Durchquere einen Kontrollbild mit einem Trick 4-mal. Okay. Schauen wir mal. Muss ich jetzt jedes Mal denselben Trick machen? Oder was meinen die? Was ist mal denn hier? Der war schon eng. Ziel erfüllt, jetzt erreiche die Ziellinie. Mission abgeschlossen. Das hat schon mal gepasst. Okay, Halfpipe. Verrücktes Ding. Habe ich bisher noch gar nicht gespielt hier im Steam. Schauen wir es uns mal an. Hier ist der Trick, nicht allzu viel Speed haben zu dürfen, aber ich weiß es natürlich nicht. Werden wir jetzt gleich rausfinden. Da haut es mich schon. Ne, er steht hier noch. Das Anfahren ist gar nicht so einfach. Ja, das müssen wir gleich nochmal wiederholen. Okay, mehr Speed, ich merke schon. Heilige Scheiße! Auf das kommt's an. Woohoo! Ja. Was? Wieder nur 2 von 3? Einer habe ich verpasst, aber welchen? Schauen wir nochmal. Habe ich den? Ja, den habe ich. Den habe ich auch. Warum zählt denn den dritten nicht? Ah doch, jetzt. Man spielt ja wohl nochmal so ein kleines eigenes Tutorial, wenn ich das richtig sehe. Was mir sehr entgegenkommt. Sprünge in der Halfpipe. Lass einfach los, wenn du am höchsten Punkt der Halfpipe bist. Ja. Sieht hier auf dem Bild so einfach aus, aber ich bin schon mal gespannt,
wie es gleich bei mir aussehen wird. Mache 10 Tricks bei 4 Versuchen, die du benutzen musst. Okay, das wird jetzt wirklich interessant. Okay, der chillt schon mal. Der passt auch. Ich glaube, man darf hier wirklich nicht zu schnell durch, weil sonst hast du einfach gar nicht die Möglichkeit, genug Sprünge zu machen, ne? Ich brauche mehr Tempo. Aber wie soll man dann da... Zehn machen? Gar nicht so einfach. Ah, okay, das ist nahtlos. Also man kann hier, wird weitergezählt. Ich dachte schon, also 10 Stück auf einmal wäre jetzt schon tricky gewesen, wobei das Spiel nicht einfach ist. Das kann man schon mal dazu sagen. Also das habe ich ja mit All Rampage schon bemerkt. Aber gut, das wäre ja auch ein guter Erfinder, wenn so ein Spiel dann total easy gemacht wäre. Aber so langsam läuft es doch schon. Zumindest mal so diese Standardsprünge funktionieren schon mal ganz gut. Mission abgeschlossen. Krabs. Ja genau, und zwar kann man hier natürlich, wenn man RT drückt, einfach nochmal die Hand ans Board nehmen. Man kann die vorne dran machen, man kann die an der Seite dran machen, je nachdem wie man das dann drückt oder wie man dann auch den Stick bewegt. Habe ich jetzt die ganze Challenge schon automatisch gemacht, aber hier eben nochmal speziell die Aufforderung. So. Ich glaube wirklich, man darf hier nicht zu viel Tempo reinlegen, sonst hast du das Problem, bei den dass du einfach nicht genug. Die Snowboard-Szene nach Aufnahme der Snowboard Big Air ins Portfolio der Olympischen Winterspiele 2018 von Legenden in der Tradition eines Usain Bolt, Carl Lewis oder Michael Phelps. Zum ersten Mal in der Geschichte könnte ein einzelner Freestyle-Sportler 3 Medaillen in den 3 unterschiedlichen Disziplinen Slopestyle, Halfpipe und Big Air abräumen. Es reicht nicht, es reicht nicht, ich habe nicht genug Tempo. Aber es ist einfach geil, es macht richtig Laune, ich sag's euch. Also von mir wirklich jetzt schon, nach dem, was ich gesehen habe, nach dem, was ich mit All Rampage schon gesehen habe, komm, vielleicht schaffe ich's noch. Ne, nicht ganz. Ach so, man kann das, ja, das ist ja fast zu einfach. Also 3000 in einer Runde sind machbar, hat man ja gerade gesehen, ich war knapp dran. Aber gut, auch nicht schlecht. Habe ich es halt nochmal. Ja, was ich sagen wollte, ich habe es ja mit All Rampage schon gesagt. Das Spiel macht Laune. Im Multiplayer ist es natürlich einfach unschlagbar. Ich bin eh ein Freund davon, Games zusammenzuspielen. Aber auch hier, also das, was ich jetzt schon sehe, hier mit den Pipes und so weiter, macht einfach Laune. Macht Laune. Macht richtig Laune. Auch wenn es dem Jungen gerade vielleicht weniger Laune gemacht hat, weil sie böse auf die Pobacken geschmissen hat. Weehaw! Die Grafik muss ich sagen, All Rampage meinte ja, die wäre nicht allzu dufte. Also ich bin eh nicht so drauf angewiesen, dass die Grafik des Nonplusultra ist. Hauptsache das Gameplay ist geil. Und ich finde, sie ist absolut ausreichend. Absolut. Mal gespannt. Ne, ich dachte gerade, kann man hier das Board jetzt auch wegpacken und einfach weiterlaufen. Aber ich denke mal, hier sind die Pisten dann wirklich vorgefertigte Schlauchlevel. Was ja okay ist, ist das Add-on. Hier geht es um spezielle Strecken. Ansonsten kannst du ja wirklich die ganze Welt bereisen, was das Spiel für mich noch umso schöner macht. Yeah, so, yeah, gut. Pipe, Slopestyle, Big Air and a couple people might do all three, but they won't. They're not gonna get gold in all of them because it's too, yeah, it's too specialized now. It's crazy. Yeah, it's pretty tough. Definitely pretty tough. Become a legend. Yeah, wir versuchen's. Wir versuchen's. Wir gewechselt. So, wir müssen nämlich jetzt nach Südkorea.
Ja, was er gerade gesagt hat, in drei verschiedenen Disziplinen dreimal Gold zu holen, das ist ein Ding, fast, würde ich sagen, ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist ganz einfach, also selbst, ich spreche da wirklich aus Erfahrung, ich habe Gesundheitsmanagement studiert und bin wirklich ziemlich sportaffin. Wenn du eine Sportart richtig beherrschen willst, dann musst du die üben. Und wenn du in der richtig ganz oben sein willst, dann übst du nur noch diese eine Sache. Weil, sobald du eine andere Sache mit reinnimmst, ist es einfach extrem schwer, dort ebenfalls einfach auf der Spitze deines Horizonts anzukommen. Deswegen wirklich drei Goldmedaillen. Puh, also ich bin gespannt, was da passiert, auch dann, was wirklich passiert in Südkorea. Hier im Spiel wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein, das zu erreichen. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Das will ich auf jeden Fall erreichen, ne? Nur noch 159 Tage bis Südkorea. Er reist zurzeit mit den anderen Sportlern des Nationalteams über den Sommer 2017 ins Trainingslager nach Japan, wo sich einer der modernsten Schneeparks der Welt befindet. Er enthält eine große Bandbreite an Hindernissen wie Rails. Für ihn ein unglaublich wichtiger Teil der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2018. Von den vielen Sportlern, die sich hier im Trainingslager tummeln, wird allerdings immer nur eine kleine Auswahl tatsächlich ihr jeweiliges Land vertreten. Ja, geil. Grind. Habe ich noch gar nicht gemacht. Bin ich gespannt, wie das hier funktioniert. Lass er hier von dem Grind-Modul los, um noch zu landen. Okay, also einfach hochspringen. Klingt verständlich. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt hier nicht gleich komplett. Hopp. Okay, der hat schon mal gesessen. Und hopp. Aha, okay, so funktioniert das. Und hopp. Aha, man kann ja dann auch noch drehen. Auch schon mal schön. Immer mal einen kleinen Frontflip. Gutes Timing. So. Ja, hat doch ganz gut geklappt. Wenn du Kompetitionen de Slopestyle de haut niveau, ça veut dire que les tricks, on les a. Ils sont acquis. Ça veut dire qu'à l'entraînement avant, au printemps, été, automne, on les a bouffés, on en a fait des centaines pour optimiser le moment où, en compétition, on n'aura plus besoin de se demander la manière dont il faut faire pour que le trick arrive sur les pieds. Ça, c'est acquis. Ce qu'il y a dur en slopestyle ou en pipe, c'est d'enchaîner, faire une figure, puis de passer à l'autre, puis de passer au rail, et puis de repasser une figure, de repasser au rail. Et de... Voilà, c'est surtout sur ça qu'on affine les moments où on est sur les compétitions. C'est pas trop sur la technique proprement dite. Ja, die Technik ist dann längst verinnerlicht. Weder er noch die Trainer, wie die Slopestyle-Anlage in Pyeongchang aufgebaut sein wird. Die Zielsetzung fürs Trainingslager lautet also, er wird die Hindernisse im Park nutzen, um seine Tricks für die Wettkampfsaison einzustudieren. Gleichzeitig wird er sich schon einmal überlegen, was für einen Lauf er in Südkorea vorführen will. Puh, das ging ja gleich mal schief. Versucht gerade auch natürlich ein bisschen. Hier verschiedene. Ah, kann man das neu versuchen? Ja. Versuche jetzt direkt mal hier auch von einem Hindernis aufs nächste zu springen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das klappt hier. Wie komme ich hier rüber? Okay, das funktioniert. Aber wie kann ich jetzt hier von links nach rechts? Genau so was wollte ich. Und wieder zurück. Jawolle! So muss es aussehen. Das war schon mal gar nicht so schlecht. 7 von 10, okay. Oh. Ich muss da rüber. Jawohl. Geil! Also wenn man so ein bisschen raus hat, macht es richtig Bock. Mission abgeschlossen. Ja, was auf jeden Fall noch zu sagen ist, hier bei dem Add-on Road to Olympics gibt es eben eine eigene kleine Story. Also im Hauptspiel ist es ja so, ihr seid wirklich komplett, es ist euch überlassen, was ihr macht. Wollt ihr einen Gleiter anziehen, wollt ihr im Fallschirm runterfliegen, was immer euch beliebt, macht ihr. Und hier wird man wirklich durch so eine kleine Story geführt, was mir persönlich eigentlich sehr viel Spaß macht. Deswegen mache ich es ja eben im Solo-Projekt. Ja, also bisher... Bin gespannt, wie man jetzt darauf vorbereitet wird auf die Olympischen Spiele. Und ihr seid auf jeden Fall live dabei. Also ihr seid auf jeden Fall mit mir dabei, wie ich mich hier vorbereite.
auf meine ersten Olympischen Spiele. Okay, okay, jetzt wird's schon trickiger. Okay, halte LS nach oben oder unten, um mehr Punkte zu machen. Okay, das heißt, ich springe erst auf diese Plattform, ziehe dann nach oben oder nach unten. Probieren wir's, probieren wir's. Zack. Unten. Drehen. Hoch, runter, hoch. Aha! So also. Ja, schick. War, glaube ich, soweit richtig. Nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Eine Drehung, nach hinten. Ah, da legt sie noch ab. Aber 8 von 8. Passt. Mission abgeschlossen. Tricks beim Grinden. Steige das Grinding mit einem glatten Trick, um mehr Punkte zu machen. Ja, okay, mache ich eh schon die ganze Zeit. Das heißt jetzt eigentlich nichts anderes, als dass ich hier am Anfang rummachen soll, speziell, und nicht einmal nur drauf springen soll. Ja, und dann auch noch mit einem Sprung abschließen, sowas wie jetzt hier so ein Backspin etc. Ja, ist fast ein bisschen zu einfach gerade. Aber ich habe natürlich auch schon ein bisschen geübt im Steep. Weil ich dachte, so ganz unvorbereitet hier reinzugehen, das mit euch anzuspielen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das wollt ihr nicht sehen. Das müsst ihr nicht sehen. Ja, das habe ich ja auch schon die ganze Zeit gemacht. Es ist eine Ehre und ein Privileg, fürs Trainingslager des Nationalteams ausgewählt worden zu sein und in Japan mitzutrainieren. Auch wenn sich die Teilnehmer bewusst sind, dass nicht so, alle den Sprung auf die Liste für die Spiele 2018 schaffen werden. Wir schaffen das. Wir qualifizieren uns. Alles andere ist nicht akzeptabel. Ja, nice! Ach, der zählt nicht, weil er nicht vom Grind kam. Okay. Jetzt vielleicht? Ne, wieder nicht. Oh, da fehlt mir noch einer. Einer fehlt mir noch. Den hier muss ich irgendwie noch mitnehmen. Den nehme ich mit. Und den bringe ich sogar zum Stehen. Der war schön. Noch ein bisschen hier rumleckern. Wenn ich schon hier... Schauen wir uns einfach mal an, wie groß die Map hier noch ist. Ich glaube nämlich, ich hätte oben in die Ziellinie fahren müssen. Aber gut. Zeige ich euch das nochmal. Ach, wir könnten nochmal das ausprobieren. Wobei das wirklich eine ganze Ecke schwerer ist. Ihr seht nämlich, da wird es dann schon schwieriger, so ein Crab zu stehen, weil man ja auch das Problem hat, dass man halt wirklich die GoPro-Sicht hat. Und da kann man schon mal ganz leicht die Orientierung verlieren. Woohoo! Ja, noch stehe ich. Stell euch mal frei, bevor ihr fahrt mit so einem Tempo eine Piste runter und macht dann sowas. Ja, ich glaube, da wird einem anders. Woohoo! Geil. Okay. So, diesmal nicht das Ziel verpassen. Immer wieder in die normale Sicht, dass ich dann nochmal dran vorbeifahre. Jetzt kommt da. Ah, okay, hier hätte ich auch nochmal drauf grinden können. Das ist auch interessant. Will ich mal probieren. Ne, schaffe ich nicht. Hier sind wir. Fortsetzen. So. Schauen wir doch mal. Werde eine Legende. Ja, klicken wir mal rein. D-Day. Big Air Tour.
thing. Before each run, it's kind of, you know, I'm pretty focused on what I'm gonna do. I'm like kind of looking at the course. I'm in my head a lot and just, you know, visualizing myself going through each feature. You know, I'm a bit nervous. I have like some butterflies, but it's like excitement at the same time. And it's just, you know, some like adrenaline that's like getting me ready to drop in. It's a crazy, lots of different emotions going through your head. There's a sense of doubt, but there's also this huge sense of belief that you can do it. Je suis très stressé, tout le temps très très stressé. J'ai toujours l'impression que je vais pas y arriver en fait. Toute cette angoisse que je me mets quand je suis dans mon lit la veille ou quelques heures avant la compète, eh ben, elle se transforme en précision et en power quoi. Ja, im Vorfeld des ersten großen Big Air Events 2016 in Japan herrscht eine große Vorfreude. Nachdem das Internationale Olympische Komitee im Sommer 2015 angekündigt hatte, dass die Disziplin 2018 zum ersten Mal mit in die Olympischen Spiele aufgenommen wird. Nun, da die Big Air-Sprünge voll im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen, wird natürlich heiß diskutiert, welche Sportler mit nach Pyeongchang reisen dürfen. Eine Meisterschaft ist eine Reihe von Events. Für deine Leistung bei jedem Event erhältst du Punkte, die zusammengezählt deine Platzierung ergeben. Dein Ziel ist es, unter die Top 3 zu kommen. Ja gut. Willkommen beim ersten von insgesamt 4 Events hier in Japan. Mit der Ankündigung des IOK, den Big Air mit in die Spiele 2018 aufzunehmen, beginnt gleichzeitig auch das große Raten. Wen werden wir wohl in 2 Jahren auf der Rampe sehen? Ja, ich hoffe doch mal Wassertinte. Wir können in den kommenden Monaten auf einige Überraschungen gefasst machen. Der letzte Teilnehmer ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt im Wettkampfzirkus. Hallo. Mal sehen, was er so drauf hat. Schön. Dann würde ich sagen, den ersten Wettkampf, den machen wir heute noch. Und ich hoffe doch mal, dass ich mich hier schon mal eben aufs Treppchen stellen kann. Top 3 ist das Ziel. Und natürlich, wie gesagt, ich nehme euch mit auf meine Reise bis zu den Olympischen Spielen. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht versagen werde. Aber Gedanken erschaffen Realitäten und deswegen glaube ich natürlich daran, dass ich das machen werde. Okay, auf geht's. Nochmal smart. Nächster Kontrollpunkt. Aha, mein Elchkostüm durfte ich nicht mitnehmen. Jetzt ist Wettkampf angesagt. Shit, 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 shit. Ein richtig großer Double Backflip mit Grab. Oh, yes! Nice! Mit einem eigentlich meines Erachtens relativ einfachen Sprung. Also, Moment. Für einen relativ einfachen Sprung von hier am Controller, was Realität angeht, nee, so einfach ist der nicht, wie er hier für mich zu spielen ist. Aber mit einem recht einfachen Sprung hier am Controller, trotzdem Platz 1. Okay. Zweiter Sprung. So, Freunde, Gesamtpunkte hat er 2-3. 2-3 gilt zu schlagen. Da brauche ich eigentlich gar keinen so verrückten Sprung machen. Ist natürlich auch schön hier. Also, je nachdem, ich bin gespannt, das wird wahrscheinlich deutlich schwieriger werden. Kannst du dann hier rechts ablesen. Aha, okay, er hat 2300 Punkte. Das heißt, ich habe schon gut vorgelegt. Ich brauche keinen ganz so schweren Sprung mehr. Heißt natürlich, die Sturzgefahr ist einfach niedriger. Mache ich keinen ganz so guten Sprung, ganz so schweren Sprung. Und trotzdem sollte ich eigentlich die Punktzahl erreichen, um Erster zu werden. Aber da ich immerhin immer eigentlich so no risk, no fun Mensch bin, sage ich mal, ich werde auf jeden Fall hier versuchen, einen richtig dicken Sprung rauszuhauen. Big Air, let's do it, Front Flip. Ein Riesensatz, vielleicht kommt da noch was hinterher. Nice, aufhört, ein Quad Rodeo mit krassem Grab. Ach, am Ende doch noch der Schnitzer. Nein, gibt es jetzt Abzüge? Nein. Ich habe mich schon zu sehr gefreut, für mich war das Ding fertig. Nee, okay. Wow, gebt euch mal die Punkte vom... Das meinte ich eben. Der erste Sprung war eigentlich ein relativ einfacher Sprung. Im zweiten habe ich jetzt mal ein bisschen mehr riskiert. Was natürlich immer das Risiko birgt, es legt einen ab und dann sind die Punkte futsch. Ich glaube, als ich mich gerade abgelegt habe, war ich schon der Ziellinie. Deswegen hat es keine Abzüge mehr gegeben. Aber ja, 4-5. Ich würde sagen, ich führe ganz, ganz minimal. Ja, dritter Versuch. Ich glaube, selbst mit dem... Ja, schaut mal, er hat schon 3 Sprünge durch und ist noch nicht an meiner Gesamtpunktzahl. Okay. Dann kann ich ja jetzt was ganz Einfaches machen. Mach ich aber nicht. Natürlich nicht, hallo? Das heißt ja schließlich Wassertinte. Und aufhören. Wow, beeindruckend. Nice. So, das habe ich noch nicht gesehen. Einmalig. Jetzt verstehe ich das Ding. Das war prima.
Aber ich sollte mich jetzt nicht ausruhen. Die Zuschauer aus dem Sessel und sorgt dafür, dass ihnen die Kinnladen überklappen. So wie gerade hier geschehen. Einen solchen Einstand hätte keiner erwartet. Was für ein Saisonauftakt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es war nicht ganz so schlecht. Jawohl! Damit führe ich das ganze Ding hier mal an. Wassertinte, 10 Punkte. Ja, ich würde sagen, damit kann man sich erstmal ein bisschen nicht in Sicherheit wiegen, aber man hat so ein kleines Gefühl bekommen, dass man auf jeden Fall eine Chance hat. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle euch hier wieder rausnehmen. Werde natürlich nicht weiterspielen, sondern werde, wenn ich weiterspiele, immer fleißig euch mit reinnehmen, dass ihr das schön mitverfolgen könnt, was hier passiert. Ja, wenn ihr da auch auf jeden Fall Bock drauf habt, dann sagt mir das einfach nochmal kurz in den Kommentaren. Ich spiele das Spiel wahnsinnig gerne und ja, als mein erstes kleines Solo-Projekt ist es, glaube ich, eigentlich das perfekte Projekt so für mich. Es ist nicht zu groß, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Es macht mir nämlich eine richtige Menge Spaß. Wie gesagt, sportaffin sowieso. Und jetzt im Winter, was sollte man da anderes tun, als hier sich die Skier oder das Board unter die Beine schnallen und loszulegen. Ich freue mich drauf und ich sag mal, ciao, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Macht's!